weil unsere Bundesregierung sich nicht an die Verfassung hält und unsere Lebensgrundlagen nicht schützt. Und München versucht, unseren Protest, unseren legitimen Protest zu verhindern und zu verbieten. Sie werden allgemein verbieten, die dafür sorgen soll, dass wir aufhören. Aber wir können nicht aufhören. Die Klimakrise lässt sich auch nicht einfach verbieten mit einer Allgemeinverfügung. Wir sehen die Folgen gerade. Italien ist unter Wasser, Slowenien ist unter Wasser. Hier in Bayern stehen Keller voll. Menschen sind in Gefahr. Und wir können das nicht hinnehmen. Es wird immer schlimmer werden. Deswegen muss die Politik handeln. Oh, I think this solar and wind will work. Like the recklessness there is the level of reckless. The people think it's reckless to increase the amount of CO2 in the atmosphere from 0.03% to 0.04%. That's not reckless. The world has had 15 times more CO2 and life thrived, and it might be a different world, but it's a livable world for sure. It is totally reckless and unprecedented to defuel a fossil-fueled world that 8 billion people depend on without a replacement. I can confidently say there is no real climate crisis, and climate change does not cause extreme weather events. Ich finde das ungeheuerlich. Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut in der Regel. Und ich habe etwas auf dem Herzen. Es geht um das Selbstbestimmungsgesetz. Das Selbstbestimmungsgesetz erleichtert den Menschen jetzt ihre geschlechtliche Identität zu erklären. Zukünftig wird es so sein, dass ein Gang zum Standesamt reicht, um eben den Geschlechtseintrag zu ändern oder den Vornamen zu ändern. Wir wollen eigentlich keine Sonderrechte, sondern Rechte. Das Transgender-Sein ist kein Trend, sondern eine Tradition, die seit Millennien, ja seit Jahrtausenden praktiziert und dokumentiert wird. Es ist ohnehin etwas Natürliches. Menschen haben das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Dazu gehört auch die sexuelle Identität. Ich halte das für überflüssig, dass das so öffentlich ausgetragen wird. Das Selbstbestimmungsgesetz ist wichtig, weil es uns als Transpersonen ermöglicht, den Geschlechtseintrag im Geburtsregister ohne teure medizinische Zwangsbegutachtung vollziehen zu können. Ich war halt immer darauf angewiesen, dass irgendwelche Menschen mir glauben und irgendwelche Menschen mich ernst nehmen. So. Das habe ich halt mit dem Gesetz jetzt dann nicht mehr. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz ist es deutlich einfacher, den Namen zu ändern. Es ist ein großer Schritt nach vorne. Oder und das Dritte, dass ich mir wünsche, dass der Hausrechtsparagraph wegfällt. Für mich privat ist das Selbstbestimmungsgesetz tatsächlich ein sehr glücklicher Fall. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Die RAF hat, das war was heute, die AfD ist viel gefährlicher. Die RAF war eine kleine Truppe, die also keinen Staatsnotstand ausgelöst hat. Ich glaube, wir wussten alle nicht, wie schlecht es Gerd Baum wirklich geht. Alles für Deutschland! Würden Sie denn sagen, AfD-Politiker sind Nazis? Sie vertreten eine Nazi-Ideologie. Das ist ein Kurs, der nicht durchhaltbar ist. Und dieser Kurs wird die AfD bei weitem zur stärksten Kraft machen. Ich danke Rumänien, dass ihr eure Infrastruktur für die europäischen Solidaritätskorridore bei euch noch weiter ausbaut, um die Exportkapazität für ukrainisches Getreide bis Ende des Jahres auf 4 Millionen Tonnen pro Monat zu verdoppeln. Auch wenn wir Politikerinnen und Politiker sind und Politiker und Politiker folgen Machtinteressen, das ist in Teilen unser Job und das ist auch völlig legitim. Machtinteressen sind Interessenvertretung und in diesem Raum bewegen wir uns. Wir haben ein unglaubliches Tempo vorgelegt bei der industriellen Modernisierung unseres Landes und bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien, sodass wir zukünftig billigen Strom haben. Es wird ein furchtbares verbales Massaker. 1,5 Jahre, seit Putin Bomben auf ukrainische Städte hageln lässt. 1,5 Jahre, in denen er unschuldige Menschen sein Leben und ihr Leben
nimmt. Und zwar auf brutale Art und Weise. Hilfe, holt mal einen Arzt! Jeden Tag auf neue. Häufig agieren wir taktisch oder strategisch. Das alles wissend sollte man jedenfalls bei solcher Sitzung, und ich würde mir wünschen, insgesamt auch in der Öffentlichkeit, die Kraft zur Differenzierung doch noch immer wieder aufbringen. Die Situation, die wir jetzt haben, ist dieser riesengroße Minengürtel, der dazu führt, dass selbst wenn die ukrainischen Kräfte ein Stück wieder verteidigen können, und verteidigen heißt ja immer, Menschenleben retten oder Menschen befreien, die seit anderthalb Jahren unter Belagerung manchmal im Keller leben müssen. Ach, das heißt Verteidigung. Dass die Situation eintritt, dass von russischer Seite über das Vorbewegen der ukrainischen Kräfte im Zweifel wieder gerade Minen drüber hinweggeschossen können. Plus das Minenfeld ist so groß, es gibt Zahlen ungefähr die Größe, wenn man jetzt allein Westdeutschland sehen würde, roundabout. Und deswegen hat die Ukraine deutlich gemacht, wir brauchen eben Material, was über dieses Minenfeld rübergeht. Es gibt ja Gebiete nach wie vor im Norden, die grenzen direkt Ukraine an Russland. Deswegen die Frage der Reichweite. Also wenn man an die russische Grenze wollte, dann könnte man auch direkt im Norden einfach hinfahren. Das hält doch keiner mehr da Bier da aus. Das heißt, das entscheidende Argument ist wirklich, wie können wir jetzt durch Lieferungen dafür sorgen, dass man diesen Minengürtel überkommen kann, und das technisch geklärt, das geklärt mit unseren internationalen Partnern, das geklärt mit dessen, dass das Ganze dann auch funktioniert. Und da sind wir mit Hochdruck, wie gesagt, dran. Aber diese Beispiele zeigen doch, unser Land ist durchaus in der Lage, die Probleme unserer Zeit zu meistern. Anything else you want to say, or should we just go back to your office? Do you want to say anything else to the press? I'm sorry, I had a hard time hearing you. That's okay. What are your thoughts on running for re-election in 2026? What are my thoughts about what? Running for re-election in 2026. Oh. That's Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? All right, I'm sorry, you all, we're going to need a minute. Senator. Benny. Yep. We're the United States of America. There is simply nothing beyond our capacity. Crooked Joe Biden is not only dumb and incompetent, I believe that he has gone mad. I say I'm wise. You say I'm over the hill. Don Lemon would say that's a man in his prime. He is a mental catastrophe that is leading our country to hell. We'll end up in World War III because of this man, and for no reason whatsoever. Have a good Labor Day weekend, and God bless you all. Why are so many Americans living paycheck to paycheck? I think you have so many Americans doing business partners. Sir, so really?